Schanze frei! Ja, das Besondere ist ganz sicherlich, dass beim Kids mit der Idols die Kinder absolut im Vordergrund stehen. Mit denen lebt die Veranstaltung richtig. Also es sind auch diesmal wieder über 60 Kinder dabei. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Athleten der österreichischen Nationalmannschaft in der nordischen Kombination, die sich mit ihren Trainern, mit beiden Trainern sich Zeit nehmen, um den Nachmittag den Kindern vieles zu zeigen. Es ist dann auch Zeit für Unterschriften, ein paar Selfies natürlich, das darf alles nicht fehlen. Und ich glaube, das ist jedes Jahr wieder sehr, sehr gelungen. Und die Kinder und auch die Athleten freuen sich immer sehr. Also mir macht es ungemein Spaß. Also man sieht wirklich, dass die Kinder mit einer Riesenbegeisterung dabei sind. Und sie sind da wirklich mit Olympiamedaillengewinner dabei, die was ihre Lehrmeister sind. Und ich glaube, dass das für sie ein Riesenerlebnis ist. Es ist echt lässig, wenn die kleinen Kinder da mal spielen. Eigentlich dem Sport näher bringen mit der Freude und dem Spaß, mit dem Ehrgeiz, was sie haben. Das ist echt lässig zum Zuschauen. Was habt ihr denn heute schon alles gemacht? Also wir haben Fußball gespielt. Also wir haben Kurventraining gemacht. Wir haben Abfahrt und Anstieg. Wir sind von der Schanze gesprungen und Parcours gelaufen. Ja, Parcours und Staffel. Gesprintet. Ja. Sprint, Spiel und Spaß. Ja. Und Springen waren wir auch. Ja. David, was ist für dich das Besondere also am Tag wie heute an dem Kids mit der Idols? Ja, ich sage, das Besondere ist einmal immer, wenn ich einen Haufen Kinder auf Ski sehe. Und das macht dann auch eine Riesenfreude. Vor allem, wenn sie dann so eine Gaudi auch noch dabei haben. Ja, da freue ich mich einfach, dass die Zukunft von unserem Wintersport eigentlich gerettet ist. Ja, ich habe eben die Olympiamedaille mitgehabt und wie die dann ausgepackt hat, ja, da sieht man jetzt schon die Strahlen in die Gesichter von den Kindern. Und das ist natürlich ganz was Besonderes. Und das war echt lässig mit jedem kleinen Kind oder mit allen Kindern mit der Medaille ein Foto machen. Und das gibt bei mir wieder die Motivation, dass man sieht, okay, das ist schon ganz was Besonderes, wenn man bei einer Großveranstaltung eine Medaille mit heimnehmen darf. Das Faszinierende daran ist, dass man doch sieht, dass in der Zeit der sozialen Medien, das Fernsehen wird mehr, Computer wird mehr, dass doch jedes Jahr unglaublich viel Kinder nach wie vor dabei sind, dass einen unglaublichen Spaß und eine Freude an der Bewegung haben. Und ich glaube, das ist faszinierend.